Schaut mal einer an, wer heute wieder ein Video hochgeladen hat. Oh mein Gott. Ich kann sogar den Sound mit ins Bot nehmen, Chat. Ohne Probleme. Wo ist der Sound? Hier. Primitive Technology. Hat irgendjemand Erinnerung an diesen großartigen Kanal-Chat? Ich möchte das euch jetzt alles sehr entspannt. Outscoper 21, danke übrigens für die 22 Monate Resub. Dank dir. So, das Chat ist der Hammer, Alter. Mit Untertiteln. Automatisch übersetzt auf Deutsch. Ich habe den Typen vermisst, Chat. Der hat jetzt der 2 Jahre lang nichts hochgeladen und hat jetzt wieder angefangen hochzuladen. Go. Oh, ein bisschen laut. Hier kann ich sicher sein, dass ich nicht unterbreche, Chat. Wisst ihr, ich weiß auf jeden Fall zu schätzen, dass er wieder YouTube-Videos hochlädt, weil es gab immer nur so komische Fake-Channel. Ich weiß nicht, ob ihr die schon mal gesehen habt, Chat, wo quasi Leute Primitive Technology irgendwie anders geschrieben haben, irgendwie so Technology Primitive oder so. Man ist irgendwie so zwei indische Dudes oder so, die irgendwie so einen Pool ausgehoben haben, wo du genau wusstest, die haben das unmöglich alle mit Primitive Technology gemacht. Die hatten Spaten da liegen. Ja, aber er, Chat, er ist real. Oh jetzt, okay. Du hast morgen Bewerbungsgespräch als Notfallsanitäter. Viel Glück, auch viel. Ich merke meinen Blutdruck sinken. Holy shit, ist das entspannt, ey. Er baut scheinbar ein größeres Haus. Traufüberstand. Okay. Ich denke, der Traufüberstand ist, wie sehr der Stock hier übersteht oder so. Holy moly, der Typ ist fit. Wilde Untertitel. Das nimmt Gestalt an. Bin ein bisschen im Weg, ich gehe mal hier unten hin, so lang her. Nein, warte, ich kann ja nicht hier sein, das ist ein Untertitel, ich komme wieder hier hin. Meine Güte, das dauert bestimmt lange, ey. Das baut er nicht mal so in einen Tag.
Ah, das ist vermutlich die Dachziegel sozusagen. Also zum Verdichten. Der ist in Australien. Das ist eine Arbeit, ey. Oh, wie viele Dinger muss er denn jetzt pflücken, wenn er so viele gleichzeitig nimmt? Das ist ja nur eins von vielen. Muss den halben Wald leer räumen. Oh ja, er hat den halben Wald leer geräumt. Oh, clever. Chat, ich muss zugeben, vielleicht romantisiere ich das ein bisschen, aber irgendwie, Chat, finde ich die Vorstellung, dass die ganze Welt zusammenbricht und alle, keine Ahnung, quasi, dass die ganze Welt zusammenbricht, alle ihr Geld verlieren und alle wieder von Null anfangen und Chaos bricht aus, aber ich gehe in den Wald und baue meine eigene Hütte. Ich finde das ein sehr romantischer Gedanke irgendwie. Eine Seite komplett gedeckt. Das ist quasi eine Art Hilfsgerüst. Ich verstehe. Firstline war ein Trick Y zu Stroh. Okay. Wie nennt man Chat? Wie nennt man den, wenn man ein Dach hat, wie nennt man den Aufsatz, den man quasi oben auf die Spitze packt, damit da kein Wasser durchkommt? Der macht das ja jetzt. Heißt es wirklich Dach First? Wirklich? Oh. Erst vielleicht auf Deutsch. Ah, ist das entspannt, Alter. Wirklich, meins ernst, ey. Meine Güte, das ist. Oh, ich muss mich zurücklehnen. Er ist echt drauf. Meine Güte.
Ich erinnere mich, wie bei Seven vs. Wild die Leute da harte Probleme hatten. Und der macht das mal eben so. Die Kamera verdeutlicht mir, jo, das sind Mücken. Primitive Technology ist auf jeden Fall. Es ist quasi nicht nur S-Tier, das ist SS-Tier, ohne das zu meinen, was ihr jetzt denkt. Das ist quasi super weit oben. S-Plus-Tier. Das Beste von allen. Und gucken uns einfach noch eins an. Trip Down Memory Lane. Und das ist übrigens ein altes Video von ihm, Chat. Guck mal, hey, das muss ich übrigens auch mal kurz bewerten, ja. Der Typ bringt nach 2 Jahren, seit 2 Jahren, wieder ein Video raus, aber bewirbt nicht einmal sein Buch, was er zum Beispiel in diesem Video von 2000 irgendwas gemacht hat. Der Typ ist crazy. Holy shit. Auf Deutsch. Ich frage mich, ob er jetzt gerade das Haus baut, was er gerade in der anderen Folge abgebaut hat. Verwehrt euch die Untertitel. Jetzt Stangen schon wieder. Oh. Ich mag diese Geräusche.
Hey, das habe ich gerade schon mal gesehen, aber ich guck dir gerne nochmal dabei zu. Meinetwegen könnt ihr den ganzen Tag Häuser decken und ich schaue dabei zu. Kein Problem. Ah. Meint ihr die Vögel-Sounds im Hintergrund eingespielt oder sind die wirklich da? Also wenn er die eingespielt hat, dann hat die wirklich clever eingespielt. Ich würde auch sagen, sie sind real. Oh, wie so eine kleine Krone. Also das Dach wird irgendwann wieder undicht und dann muss man es immer und immer wieder neu decken. Ist abgebrannt. Wie ist das verbrannt? Ist der Ofen zum Ziegelbrennen? Oh, und da vorne steht das Haus. Irgendwie hat das was Faszinierendes, Chat. Hat das so eine kleine Glut generiert oder gerieben quasi? Und aus der kleinen Glut wird ein großes Feuer. Macht irgendwas mit den Affen in mir, Chat. Wisst ihr, was ich sage? Das ist irgendwas sehr Befriedigendes. Habt ihr schon mal ein Feuer selber gemacht? Also, ich sage jetzt nicht unbedingt mit dem Stock. Ich gehe davon aus, dass ich selbst die wenigstens gemacht, Chat, aber. Zumindest mal so mit einem Feuerzeug oder so.
Güte. Ja, so ein Feuer hat einfach was. Findet ihr nicht, Chat, dass in dem Moment, wo so ein Feuer brennt, irgendwie sich alles besser anfühlt? Also ich meine, stellt euch vor, ihr habt eine lange Motorradfahrt oder so durch die Nacht gehabt, es hat geregnet, ihr seid irgendwie im Trockenen angekommen, ihr macht Feuer und dann sitzt ihr am Feuer und wärmt euch. Irgendwie schön. Wärme und Licht. Und der Geruch ist auch sehr irgendwie zu. Oh mein Gott, der hat sogar einen Blaseball. Ich bin übrigens die Person, der Rauch ins Gesicht zieht vom Feuer. Wenn ich da am Feuer sitze, ich bin die Person, die den Rauch abbekommt. Meine Güte. Wie eine Kartoffel. Okay, grillen gut ab. Chat, ich will noch nicht aufhören. Auch wenn wir die Videos vielleicht schon mal irgendwann gesehen haben. Ich will weitermachen. Seid gerne meine Gäste, Freunde. Rodicted, danke übrigens um die fucking Uhrzeit, 1.33 Uhr für die 21 Monate Resub. Ich weiß, love you all, also auch euch, M7H. Bro, dafür kriegst du eine Bro-Fist. Oh, ich glaube, diesmal brennt der Ziegel. Ich habe das Gefühl, er war fitter in den Videos als in den anderen Videos, die wir gerade gesehen haben. Oder weniger Körperfett. Möglich, ja. Mein Chat, währenddessen der quasi im Regenwald rumtollt und irgendwelche Häuser oder so aus Stroh baut, sitze ich hier und stream. Irgendwie schon cool. Beneide ihn so ein bisschen. Gras immer grün auf der anderen Seite, ne? Habt ihr schon mal Bushcrafting oder so betrieben? Also seid ihr in den Wald gegangen und habt irgendwas gebaut oder so? Macht Geräusche. Was habt ihr denn gebaut? Ich habe als Kind mal so Buden gebaut. Ich weiß nicht, ich hab mir immer vorgestellt, so Geschützstellungen im Wald zu bauen. Ich weiß nicht warum, Chat, aber ja. Hört sich voll schön an. Ganze Chat voller Bushcraft da urplötzlich. Ich habe eine Hütte gebaut mit Kamin und Erdkühlschrank. Stock gefunden und zack, hat er eine Gene-Hand. Du verstehst mich. Senfbrot, Junge. Danke für die 59 Monate. Dank dir, Mann.
Das ist eine unglaubliche Arbeit, die er vor sich hat. Unglaublich viel Arbeit. Wie vermörtelt er die miteinander? Also, wie sorgt er dafür, dass die aufeinander kleben? Wie lange brauchen Lehmziegelsteine zum Trocknen? Hat da einen Ofen für, die wurden gebrannt. Oder? Oder habe ich mich gerade verlesen? Zumindest in einer anderen Folge hat einen Ofen. Ich weiß nicht, ob er den jetzt schon hat. Ich könnte auch nicht widerstehen, wenn ich so ein Stück, so einen Klumpen Lehm in der Hand hätte, würde ich den auch so richtig slammen. Bam, 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 bam. Nur fürs Geräusch. Gut aus. Kann ich übrigens eine Sache sagen, Chat, als Streamer weiß ich, dass irgendjemand da draußen in dem Moment, wo wir das Primitive Technology Video angemacht haben und ich quasi entspannter wurde und allgemein alles entspannter wurde, dass irgendjemand gerade eben in diesen vor 5 Minuten oder so eingeschlafen ist, Chat, zu diesem Stream. Wir müssen also leise sein. Wir haben schlafende Zuschauer. Psst, kein Caps Lock. Will nicht aufhören, Chat. Nein, nicht damit. Das. Ich habe gar kein Problem damit, weißt du? Der kann den ganzen Tag Ziegel machen, wenn er möchte. Kein Problem. Kannst du nochmal ein Dach decken, wenn du möchtest. Oder nochmal irgendwelche Gemüse ernten. Kein Problem. Oh, ich hab's gar nicht realisiert. Danke, NP4X, für deinen Prime Sub. Um die Uhrzeit hast du deinen Prime Sub überprüft? Dankeschön. Muss zugeben, ich werde auch ein bisschen müde, Chat. Ich könnte, glaube ich, gleich. Ist okay, wenn ich einschlafe zusammen mit euch? Ich mache auch Autoplay an. Okay, ich weiß nicht, wie man Autoplay anmacht, weil hier oben nicht mal so ein Autoplay-Button. Danke.
Immer wenn ich Primestamp überprüfen sage. Danke, Mr. Bangman 333. Kissen Bang in dein Gesicht, Digga. Boom. Dankeschön. Ah. Hyper. Danke für die 3. Danke, dass du deinen Primestamp überprüft hast. Step the second. Danke, dass du deinen Primestamp überprüft hast. Und Sofa-Kartoffel, du bist genau richtig hier. Danke, dass du deinen Primestamp überprüft hast. Komm, lass uns zusammen einschlafen, Chat. Es ist spät. Was suchen wir an Action, Chat? Es ist Zeit für Entspannung. Hier ist meine Nackenkatze. Die benutze ich nicht häufig im Stream. Aber jetzt ist der Moment gekommen, Chat. Ah. Ja, ich probiere heute was Neues, Chat. Wir machen heute mal den Schlafstream. Bisschen gemütlicher hinlegen, Chat. Auch noch ein bisschen. Mein Fuß muss richtig sein. So. Clever, clever. Glaubt ihr, Chat, dass er das wirklich alleine macht? Oder denkt ihr, dass er Hilfe hat für das, was er tut? Also, ich sehe auf jeden Fall an seiner Physiologie, dass er auf jeden Fall fit ist. Also er hat auf jeden Fall Kraft und Ausdauer. Also, allein so von seinem Aussehen her sieht er auf jeden Fall so aus wie jemand, der den ganzen Tag hart arbeiten kann. Also körperlich hart. Kinderbündel? Was? Ich glaube wirklich, Chat, von allen Leuten, die auf YouTube zu sehen sind, ist der die Person, der ich wirklich am meisten zutraue, dass er es wirklich selbst macht. Und nicht sich Hilfe holt und keinen Bagger da hat oder ein Team oder keinen Spaten versteckt irgendwo unter einer Decke oder so Mist. Ich finde, der ist schon echt legit. Also und selbst wenn er nicht legit ist, dann gibt er mir auf jeden Fall ein verdammt gutes Gefühl, währenddessen er faked. Das appreciate ich. Ich glaube, der hatte irgendwo eine Kamera. Nein. Garantiert nicht. Oh, ich habe übrigens jemanden übersehen. Verzeihung. Little Nasty. Verzeihung. Danke für die 3 Monate, Little Nasty. Pretty nasty of you. Und Mooncay, danke für deine 13 Monate. Wer hat in einer Woche 30, schreibt er. Mooncay, wenn du 30 wirst, musst du hier vorbeikommen. Wir sagen dir alles Gute zum Geburtstag, so wie Askarion heute.
Ist schon blöd, wenn er quasi verantwortlich ist für einen Waldbrand. Wenn so ein Feuer kannst du auch. Also, das ist echt heiß, ne? Wird schwierig, das mit einem Feuerlöscher zu löschen. Ich glaube, Chad, dass er da hinfährt. Das ist, glaube ich, sein privater Wald, wo er das da alles macht. Und ich denke mal, der hat ein paar Powerbanks für die Kameras dabei. Ähnlich wie zum Beispiel ich es tun würde, wenn ich reise und aufnehme. Und der lädt halt die Powerbanks daheim, nimmt die mit dorthin und dann filmt er. Schläft ja da nicht. Kann ja nachts laden. Clearen jetzt bestimmt so schön, wenn er so bing bing aneinander macht. Warum macht der Wahnsinnige das jetzt? Ach so, weil er beweisen will, dass er sich nicht mehr quasi mit Wasser vollsaugt. Oh. Oh mein Gott. Meine Güte. Chillig, Digga. Hochgradig chillig. Ich will nicht aufhören, Chat. Sagt Stopp, wenn ihr zu viel habt. Jetzt in den Ofen umgeworfen. Laut stimmt. Die sind nicht alle gleich abgemischt, die Videos. Die sind alle unterschiedlich laut. Watch Pyrotechnology Videos? Aha. Bauter Sprengstoff? Also Schwarzpulver? Alpha Moon, danke für die 8 Monate Resub. Ich hatte am 2.3. Ich wünsch mir auch noch alles Gutes und dann muss ich ein Jahr warten. Also wenn du am 2.3. hattest, dann ist es zu spät. Tut mir leid. Alles Gute nachträglich zum Geburtstag, Alpha Moon. Ich kann gerade nur nicht aufstehen, weißt du? Ich bin gerade zu bequem, aber bestimmt auch vom Chat. Alles Gute nachträglich. Ein Science Cheese. Großzügig, Chat, hat 20 Euro hier gespendet. Danke. Ich habe mir heute nochmal das Stalker-Projekt angeschaut. Ist ja auch nach dem vierten Mal noch fantastisch. Danke. Ist mein ganzer Stolz. Ich glaube, sowas Tolles wie das Stalker-Projekt in Arma 3, früher mit Peter Pietzmiet und so und den anderen Jungs,
Was Cooles habe ich danach eigentlich nie wieder so richtig auf die Beine stellen können. Also ich hatte auch noch kein Spiel, was mir das erlaubt, aber ja, es war episch, Mann. Danke, Science Cheese. Hallo. Hallo, liebe neue Zuschauer. Wir sind gerade am Entspannen. Wir schauen uns gerade ein Video an. Von jemandem, der... Nun, wir schauen uns einfach Videos an, Chat, wisst ihr? So ganz entspannte Videos. Ich muss zugeben, es wird ja auch nicht unbedingt früher, sondern nur später. Und ich bin gerade sehr entspannt. Und wenn ihr möchtet, dürft ihr mit entspannt sein. Aber ich glaube, es ist wirklich actionreich, wird es nicht mehr, Chat. Das haben wir eigentlich die letzten 6 Stunden gehabt. Also, wenn ihr möchtet... Und gerne einschlafen, Chat. Das ist ein Einschlafstream jetzt. Ein einschlaffreundlicher Stream, sagen wir es mal so. Vielleicht dann vielleicht der Streamer auch weg, wenn wir weiter so machen. Herr Blessy, 2 Monate. Danke. Wenn das jetzt hier jeder verkündet, bekommst du meinen Prime. Ab heute, Uvo. Bist du wirklich sicher? Jetzt, so wie es aussieht. Haben wir nur Geburtstagskinder heute im Chat. Appalessi hat ebenfalls Geburtstag heute. Alles Gute zum Geburtstag. Du bist schon der Zweite heute. Alles Gute zum Geburtstag. Wie schön, dass du geboren bist. Wir hätten dich sonst sehr vermisst. Danke für die 2. Greek Devil hatte gestern. Alles Gute nachträglich, Greek. Warum hast du nicht vor 2 Stunden gesagt, dass du Geburtstag hast? Alles Gute zum Geburtstag, Greek Devil. Nachträglich. Wer hat noch alles Geburtstag hier? Noch irgendjemand? Oder hat irgendjemand eine Prüfung heute oder so bestanden? Irgendwas? Gratulierstimmung, Chat. Gerade sehr entspannt, okay? Wenn du Geburtstag habt, sag mir, dass du Geburtstag hast, Chat. Egal ob über Sub oder über Dono oder über den Chat. Chat ist einfacher. Und dann gratulieren wir euch alle. Jeder kriegt Geburtstagswünsche. Versprochen. Ich mach gerade Kohle, ne? Meine Güte. Wie nennt sich das nochmal? Ein Köhler? Nee, das ist der Beruf. Ich war mit M irgendwas. Weiler? Ne, Meiler. Meiler war das. Ein Meiler. Oder ein Weiler. Weiler oder Meiler? Bist vor 4 Tagen 18 geworden? Hey, Ferno. Alles Gute nachträglich. Chat, warum macht man oder warum verbrennt man Kohle anstatt Holz? Es hat da Eisenbakterien geholt. Ich denke mal, um eine heißere Flamme zu bekommen. Ne? Wolfer. Danke für deine 4 Monate. Guten Abend übrigens. Und Professor Herschel Layton, danke für die 22. Bettke, gute Nacht, schlaf gut. Das sieht interessant aus.
richtiger Chimney. Oh. Moment, ich verstehe nicht ganz. Hat er so viel Kohle reingemacht, dass die Flamme ausging? Oder warum? Oh, Fernum. Mein Geburtstagskind. Mein altes Geburtstagskind. Danke für deinen Prime-Sub. Eine gute Entscheidung. Aber ich bin sehr parteiisch. Viel Aufwand, so viel Kohle zu machen, um die alle für ein Projekt quasi zu verbrennen. Meine Güte. Er versucht ins Eisenzeitalter zu kommen, Chat. Er möchte nicht weiter mit einer Stone Pickaxe rumlaufen. Wie soll er denn sonst die wirklich wichtigen Metalle abbauen? Ah! Muss ich anders hinsetzen. Komm zurück, Katze. Ja, das mit der Eisenpickaxe wird ein längeres Projekt. Heilige. Okay, Chat, komm, wir gucken uns noch an, wie man Schwarzpulver macht. Ist okay wegen englische Untertitel, Chat? Ich hoffe schon. Aber wobei Deutsch ist besser. Deutsch, wow, echte deutsche Untertitel. Henrik übrigens, hallo. Wofür kann man Asche verwenden, Chat? Also, warum sollte man Asche craften? Also, was kann man damit machen? Brennen. Binden für die Medizin? Zum Reinigen? Glas? Beton vielleicht? Macht man, benutzt man Asche für Schwarzpulver? Gute Frage. Eine Schmiede. Der formale Untertitel. Die werden gesiezt.
umrühren. Terrakotta fließen. Was ist eigentlich Terrakotta? Jetzt, wo ich drüber nachdenke. Schöner kleiner Kanonenschlag. Zündschnur rein. Vorbereitet also. Holzasche Zement. Ach, er hat Zement gemacht. Ach so, und er wollte uns zeigen, dass es dann quasi hart wird. Ah. Hey Chat, Molla am Hals schreibt, hallo Dan, ich habe gerade meinen Geburtstag gefeiert und dein Stream gibt mir den besten Abschluss. Verdächtig viele Geburtstagskinder heute im Chat. Alles Gute zum Geburtstag. Terrakotta oder Terrakotta, italienisch auch Terracotta, ist die Bezeichnung für unglasierte keramische Produkte oder Erzeugnisse der Gruppe Tonware. Terrakotta kann auch den natürlich warm, erdigen bis rötlichen Farbton bezeichnen, der für diese Keramik typisch ist. Ah, ich verstehe. Also einfach nur Lehm. Natürlicher Lehm, also naturbelassener Lehm. Dankeschön fürs Googeln. Er macht es immer und immer wieder. Immer und immer wieder. Mr. Juicy Upgrade. Danke für deine 11 Monate. Danke für den Submann. Muschel. Schnecken waren das? Upsi, Schneckenhäuser waren. Wer Schnecken dafür getötet? Oh, Chatty. Entspannt mit euch. Na Güte. Kann ich auch kaum aufhalten, ich peng gleich ein. Gute Nacht.
Aufwachen, Daniel. Nein, ich will nicht. Auf der Arbeit wird nicht geschlafen, aber ich bin doch hier und mache mein Hobby. Das ist keine Arbeit. Alfred, könnt ihr bitte aufhören zu gähnen? Ich werde müde. Oh. Ich reacte, indem ich schlafe. Ist das nicht perfektes Reacten? React harder. Einschlafen. Was, wie kann ich noch härter reacten? Oha. Richtig Chemie. Plötzlich. Boxershorts, Schlaf oder einen Schlafanzug habe. Ich habe so Hosen. Die sind keine Boxershorts, die sind so Schlafhosen. Aber die haben so die Form von Boxershorts, nur viel, viel sackiger, luftiger und gemütlicher. Ich habe ein T-Shirt mit solchen, also ich habe keine, das T-Shirt, was da drunter ist. Und dieser Schlafhose, die ähnlich aussieht wie eine Boxershort. Möchtet ihr mir erzählen, Chat, wie ihr gekleidet seid, wenn ihr schlaft? Sehr, sehr, sehr gespannt. Oh mein Gott, vielleicht schlafe ich gleich ein, Chat. Das wird hart. Ich muss mich anders hinsetzen, sonst ist es zu gemütlich. Oh. Ah. Ein Schlaftanga. Ich schlafe auch gerne nackt, aber meistens ist das zu kalt in meinem Raum. Ich möchte auch nicht die Heizung nachts anhaben. Ich kann ruhig noch ein bisschen mehr mit Matt spielen, das ist sehr entspannt. Ich möchte noch nicht stoppen, Chat. Ihr seid herzlich eingeladen. Oh. Das Pyrozeug war, glaube ich, nicht so spannend, wie wir zuerst dachten. Leider war es kein richtiges Pyrozeug. Schon mal getöpfert? Ich glaube, ich habe noch nie mal in dem getöpfert. Vielleicht mal im Kindergarten oder so. Oh. Wie schön. Hattet ihr da eine Töpferscheibe? Oder habt ihr so getöpfert, wie er gerade töpfert? Und irgendwie cool. Ich glaube, es macht Spaß.
Geht auch Fimo? Was ist Fimo? Jo, der hält Wasser. Ja, gute Nacht, Lord Tourette. Gute Nacht an alle, Chat. Ich bin mir ziemlich sicher, Chat, dass ein großer Teil meiner Zuschauer derzeit einfach am Schlafen ist. Das ist irgendwie ein interessantes Gefühl als Streamer, Chat. Ganz ehrlich. Ich meine, die schlafen immer zu meinem Stream. Egal, was ich mache. Aber ich meine, jetzt schlafen noch viel mehr. Stell dir mal vor, ich würde jetzt laut schreien. Würde ich irgendjemand den Schlaf versauen. Du jetzt? Nein, nein. Unmöglich, Chat. Ich könnte eine gute Nachtgeschichte vorlesen. Könnte ich machen, ja. Ja, man kann den Stream ja auch leiser machen, Chat, ja? Zum Einschlafen. Man muss ja nicht voller Lautstärke. Ui, da war Stress im Hintergrund. Er wird mutiger in Sachen Töpferei. Ein richtiger Topf. So wie ich mir einen Topf vorstelle. Muss kurz pausieren, aber ich glaube, der Moment, wo man einen Topf frisch brennt und dann die Asche von dem gebrannten Topf quasi das erste Mal abwäscht, ist ein magischer Moment. Erstmal wieder ein Feuer machen. Ich meine, guck dir mal seinen Arm an, Chat. Ich meine, guck dir das an. Der Typ hat auf jeden Fall Kraft. Der schafft das auf jeden Fall alleine. Mein Gott, mit dem ganzen Körper, Alter. Der Kerl. Moment, Chat,
wo euer Körper mit ungefähr 60% mehr Testosteron als sonst geflutet wird, in dem Moment, wo ihr das Feuer errichtet. Unabhängig von eurem Geburtsgeschlecht oder so, Chat. Boom, Testosteron, plötzlich eure Venen. Meine Güte. Oh. Oh, wow. Das sieht cool aus. Muss ich mir merken, Chat. Dass ich mal irgendwie Bushcrafting mache. Einzige, was mich vom Schlafen abhält, Chat, ist mein Magen, der knurrt. Ich kann gerade nicht einpennen, ich bin zu hungrig. Oh, das will ich wieder aufrichten. Ich werde was zu essen machen, Chat, und schlafen gehen. Aber meine Güte, war das entspannt, ey. Heilige Scheiße.